Ja, noch zwei Sachen, bevor ich es gleich vergesse. Hab gerade noch bei diesem Stadtspaziergang hier in Recklinghausen zwei Leute getroffen, die eine arbeitet als soziale Betreuerin. Die hat zum Beispiel erzählt, die betreut zwei Frauen, die schon über 90 sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Wovon eine zum Beispiel jetzt mal hingefallen ist und dann konnte sie sich nicht mehr um die Frau kümmern. Dann musste, eine Woche war die weg im Krankenhaus, keiner durfte die besuchen, oder zwei Wochen, weiß ich jetzt nicht genau. Dann ist die rausgekommen, ist die wieder hingefallen, dann musste wieder ins Krankenhaus und konnte jetzt ein, zwei Wochen nicht besucht werden. Und für die Leute ist es wirklich schlimm, dass sich einer, wenn sich um die Leute keiner kümmert, die ist ja extra dafür als soziale Betreuerin eingezahlt und darf die nicht besuchen, ja. Tja. Das sind die ganzen tollen Corona-Maßnahmen. Also das ist auf keinen Fall irgendwie sinnvoll für die Leute, die jetzt da drunter leiden. Die Corona-Maßnahmen sind ein Witz. Noch nicht mal. Die schaden.